meine Post für dich da. Seit einer Woche fragt er schon danach. Nein, ich frage dich schon seit 12 Tagen danach. Richtig. Und seit 12 Tagen läufst du mit dem Helm auf dem Kopf herum. Es ist ein Wunder, dass du noch keine Kopfschmerzen vor dem schweren Ding hast. Aber ich muss mich doch an den Feuerwehrhelm gewöhnen. Eines Tages werde ich eingestellt. Ich muss doch jeden Tag damit rechnen, dass die Antwort von der Feuerwehr kommt. Du lieber Himmel, wann werde ich endlich vor dieser fixen Idee Ruhe haben? Sei nicht ungeduldig, Papa. Es kann doch sein, dass die Postverwaltung der Grafschaft den Brief irgendwo verlegt oder verloren hat. Ich will hoffen, dass du wegen des lächerlichen Briefes nicht der gütigen Sir Cedric belästigst. Ich habe zufällig gehört, dass Sie den Namen meines lieben Mannes erwähnt haben. Wollen Sie etwas von ihm? Oh ja, Lady Rowena. Ich wollte gern von ihm wissen, ob mein Besuch auf Anstellung bei der Feuerwehr genehmigt worden ist. Oh nein, leider immer noch nicht. Es tut mir leid, es tut mir aufrichtig leid. Ach, wie schrecklich. Was soll ich denn nun tun? Du wirst mir beim Empfangen der Touristen helfen. Nein, nein, nein! Mein Mann lässt euch sagen, ihr sollt so bald als möglich zu ihm in die Kongresshalle kommen. Er hätte eine sehr wichtige Aufgabe, mit der er euch betrauen will. Ah, ich verstehe. Er will uns wohl auf den Weg haben. Was haben Sie gesagt? Es war nicht wichtig. Ich hatte nur zu Grisou gesagt, wir werden uns sofort auf den Weg machen. Das werden wir, aber die Feuerwehr. Na dann auf Wiedersehen und weiterhin alles Gute. Auf Wiedersehen, Lady Rowena. Also, lieber Grisou, das ist das Beglaubigungsschreiben für den Präsidenten des Staates Streminopia. Wo ist denn dieses Premistopia? Streminopia, Streminopia. Es ist ein kleiner, noch sehr junger Staat, der technisches Personal braucht, das ihm bei seiner industriellen Entwicklung helfen soll. Vielleicht wird man in dem neuen Staat auch eine Feuerwehr gründen. Die werden sie wohl schon haben. Von dir wird etwas anderes erwartet. Du sollst ihnen beim Lösen ihrer Probleme helfen und sie zu Wohlstand führen. Denn was Streminopia braucht, ist eine glückliche Zukunft. Dazu gehört doch aber auch eine Feuerwehr. Hier hast du eure 2 Fahrkarten. Lass es dir gut gehen. Was habe ich denn dort zu tun? Sie sollen denen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung helfen. Ich werde mir alle Mühe geben. Auf Wiedersehen, Sir Cedric. Auf Wiedersehen, Grisou. Lasst, wenn es möglich ist, von euch hören. Auf Wiedersehen. Ach. Nun habe ich sicher für einige Zeit Ruhe. Wie Sie sehen, verehrte Drachen, ist der Staat Streminopia trotz seines ungeheuren Fleißes unterentwickelt und sehr arm. Wir sehen es, verehrter Präsident. Es scheint Ihnen tatsächlich an allem zu fehlen. Was ist mit Rohstoffen? Natürlichen Energiequellen. Wir haben nichts. Wir haben nur Luft, Wasser, Sonne und unsere Muskeln. Ach, ey, was für ein Überfluss. Wie bedauerlich. Wir werden versuchen, es zu ändern. Ach, es wird schwer werden. Ganz sicher sehr schwer. Ach, wäre ich jetzt in meinem schönen Tal. Grisou machte sich sogleich an die Arbeit. Er entwarf komplizierte Pläne, um die wenigen Bodenschätze des Landes nutzen zu können. Sehr bald ging man von den theoretischen Forschungen zur Praxis über. Und schon bei den ersten Prüfungen waren die Ergebnisse sehr befriedigend. Grisou meldete seine ersten Erfolge Sir Cedric. Ja, ja, ja. Ich erhalte von unserem Sonderberichterstatter die Meldung, dass in Streminopia demnächst eine Mustermesse veranstaltet wird. Alle neuen Erfindungen werden dort ausgestellt. Wie wundervoll! Wir werden sofort alle Geschäftsleute der arabischen Staaten hier führen, darauf hinweisen. Sollten sich die Erfindungen als das erweisen, was wir zu kaufen wünschen, werden wir selbstverständlich Geld investieren. Wenn sich das als wahr herausstellen sollte, dann wird aus diesem Staat sicher schnell eine Insel des Wohlstandes. Ganz sicher. Also machen wir uns an die Arbeit. Von der einflussreichen internationalen Organisation eingeladen, strömten die Geschäftsleute aus der ganzen Welt zur Eröffnung der Ausstellung. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und ein besonderes Vergnügen, in Ihrer Anwesenheit die erste große Mustermesse unseres Landes zu eröffnen. Unser Ingenieur Grisou Ihnen seine hochinteressanten Erfindungen selbst vorführen. Darf ich bitten? Vielen Dank. Zuerst möchte ich Ihnen unseren neuen Umgang.
einzelnen Waren für die Stadt sein. Die Soufflette. Als Antriebsmittel verwenden wir dabei ausschließlich hochverdichtete Luft. Er startet schnell und fast geräuschlos. Und die ausströmende Luft schädigt nicht unsere Atmosphäre. Der Wagen erzeugt im Gegenteil eine angenehme Brise. Die komprimierte Luft aromatisieren wir zusätzlich mit Menthol, mit Fichtennadelöl oder Bergamott. Fabelhaft. Beschäftigen wir uns weiter mit Transporten. Hier haben wir noch eine.